An der ZHB gefällt mir besonders gut der große Gestaltungsspielraum, den ich bekomme, um meine Aufgaben erfüllen zu können. Dass es immer wieder neue und spannende Projekte gibt. Dass ich in einem angenehmen und hochprofessionellen Team arbeite. Ich heiße Klaus Meyer, ich arbeite hier an der ZHW im Departement Soziale Arbeit. Bin hauptsächlich beschäftigt mit Weiterbildung im Bereich Delinquenz und Kriminalprävention, mache aber auch Unterricht im Grundstudium und Dienstleistungen für Einrichtungen aus dem Straf- und Maßnahmenvollzug. In die Schweiz gekommen bin ich 1995 und habe die ersten Jahre als Therapeut in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet. Bin dann später 1999 zur Justiz gekommen, nach Zürich, habe dort Lernprogramme entwickelt, durchgeführt und an einem Modellversuch mitgearbeitet, um sie zu evaluieren. Und seit 2013 bin ich in der Schule und unterrichte im Bereich Delinquenz, Kriminalprävention. Im Bereich Weiterbildung habe ich zwei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt sind Zertifikatskurse, die wir hier anbieten. Da geht es inhaltlich hauptsächlich um rückfallpräventive Interventionen für Straffällige und aber auch um verhaltensorientierte Beratung. Das ist ein Beratungsansatz für die soziale Arbeit, der sich in vielen Kontexten gut anwenden lässt. Der zweite Schwerpunkt im Bereich Weiterbildung besteht aus maßgeschneiderten Weiterbildungen. Da werden für einzelne Einrichtungen im Straf- und Maßnahmenvollzug speziell zugeschnittene Weiterbildungskonzepte entwickelt. Ein Beispiel dafür ist das Maßnahmenzentrum Kalchrhein. Da führe ich regelmäßig eine sogenannte Fallwerkstatt durch, wo wir versuchen, Fallverständnis und Interventionsplanung zu fördern und zu unterstützen. Die Faszination meiner Arbeit besteht für mich hauptsächlich darin, mit Fachpersonen an schwierigen Fällen zu arbeiten und für die Praxis gut tragfähige Lösungen zu finden. Jeder Fall ist unterschiedlich. Es geht jedes Mal um individuelle Schwierigkeiten, die häufig auch auf der Beziehungsebene liegen. Und für mich ist es sehr befriedigend, wenn ich mit den Personen, die in der Praxis mit den Straffälligen zu tun haben, gute, tragfähige, längerfristig funktionierende Lösungen finde. Also was mich als Person ausmacht, ist auch, dass ich eher sehr offen bin, dass ich gerne auf Leute zugehe, dass es mir leicht fällt, auf Leute einzugehen, Leute kennenzulernen. Es gelingt mir auch dann, schnell Freundschaften zu entwickeln. Ich mag die Leute, ich habe gerne Umgang mit ihnen. Und das kommt mir bei meiner Arbeit hier sicher auch entgegen.